Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Halloween 2013 Event-Video. Wie ihr sehen könnt, 11 und 13 sind durch. Heißt das, die vorletzte Fahrt steht jetzt an. Wir befinden uns noch in Bend. Und ja, ich hätte auch eigentlich über Aufträge hingehen können. Externe Aufträge, wie gesagt, es geht nicht nach Houston, Texas. Es geht auch nicht nach Clinton. So, Glück gehabt, dass ich nicht doppelt drauf geklickt habe. Boah, Colorado Springs. Colorado Springs kann man, glaube ich, mitnehmen. 1200 Meilen, also quasi zwei Fahrten. Also sind wir auch bei 1,2 Millionen. Ich habe jetzt gar nicht wirklich auf Achtung, von wo bis wo wir fahren. Also von wem wir es abholen und wo wollen wir es liefern. Oh. Ein bisschen zu eng an die Kurve. Nach der Fahrt dann noch ein letztes Mal reparieren, bevor dann die letzte Fahrt morgen dann, bevor ich dann die letzte Fahrt morgen antrete. Ich denke mal, es wird auch maximal, Moment, ich kann ja prinzipiell berechnen mit 700 Meilen pro Tag, also pro Ingame-Tag, komme ich ungefähr aus. Das heißt, bei 1600 Meilen. Ja, es ist dann wahrscheinlich so ein bisschen mehr als, es ist vielleicht so 2,5 Stunden. Also 1,6 würde noch gehen. An Meilen, morgen. Wobei eigentlich 1,2 bis 1,4 doch am besten wäre. Ausgehend davon, dass ich um 12 Uhr die Aufnahme starte. Letzte Fahrt. Also ich denke mal, irgendwann im Laufe der Zeit werde ich dann auch auf diesem Profil eigentlich jeden Truck haben. Hat man ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten, ne? Also wie gesagt, der nächste Truck gekauft wird in der 1,49 dann sein und dann werde ich euch auf jeden Fall abstimmen lassen, welcher Truck es denn werden soll. Und dann ist es auch eigentlich komplett egal, welcher es ist. Ihr entscheidet dann. Und da werde ich vermutlich dann im nächsten World of Trucks Event dann einfach irgendeinen nehmen, den ich noch nicht hatte. Bisher, die ich noch nicht auf diesem Profil hier habe, kann man den ja auch direkt kaufen und fulltunen. Natürlich wieder Wallbird. Von Wallbird nach Wallbird in Colorado Springs. This is where it ends. Ja, und wo es auch zeitgleich beginnt, mehr oder weniger. Die wilde Fahrt, die knapp 1200 Meilen nach, oh Gott, nach Springs, nach Colorado Springs. Ich nenne hier wieder hier rausquälen. Ja, schauen wir uns mal die Strecke an. Gut, klar, Freeway, dann ab Ontario, dann die Interstate 84 runter bis Salt Lake City, dann geht es quasi rüber auf die Interstate 80, dann Interstate 25. Also eigentlich nur Interstates. Wir fahren nur Interstates. Das ist super. Kommen wir gut voran. Das steht schon mal fest.
Erstmal so ein bisschen Free-MA. Bisschen zu viel Schwung für die enge Kurve. Ja, okay, passt. Wir haben genügend Platz gehabt. Turn left. Stay left and then turn left. Wie gesagt, morgen dann am im morgigen Video werde ich dann am Ende des Videos Geld zahlen müssen. Aber nicht nur $700 für eine rote Ampel, sondern ein wenig mehr. Denn dann werde ich den International... Ach, meine Güte. Ich wollte eigentlich den Freight Under Cascade als erstes nehmen. Werde ich den Freight Under Cascade hier noch ein bisschen tunen und pimpen. Und dann setze ich mich in den International rein und mache dasselbe dort. Denn einige Level sind dann mehr dazugekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele. Mindestens 5. Interessant, dass wir erstmal einfach hier weiter durch Bend durchfahren und nicht auf die Nellzeit fahren. Und was mir auch noch aufgefallen ist, oder ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte es im Kopf gehabt, um es zu sagen, glaube ich, in der letzten Folge, im letzten Video, aber ich habe es gar nicht getan, wegen der gebrauchten Trucks. Es ist natürlich auch so ein nices Ding, dann kann man halt auch die komplette Firma auf gebrauchten Trucks aufbauen. Vielleicht sogar, keine Ahnung, dass die alle 100.000 Meilen oder Kilometer runter haben müssen oder 1 Million, whatever, bevor man die sich holt. Das so als Hürde. Ich hab's gerade noch nicht so mit dem Bremsweg gerade, irgendwie. Ich will halt auf die Bahn. Hey! Aber irgendwie habe ich die Bremse. Ich habe die Bremsstärke gerade versucht, so ein bisschen mit einzurechnen, die ist ja doch schon ein bisschen stärker ist. Aber. War leider falsch. Ja, wir fahren wir in der Nacht umher. Auch echt eine komplette Nachtfahrt, ne? Also ich glaube nach dem Morgengrauen dann geht er dann ins Bett, aber davor bleiben wir bei der Nachtfahrt. Hab auch gerade mal ein bisschen Platz gemacht damit. Da ich mir nicht sicher war, ob es eine Nachtfahrt wird oder nicht. Ich hab's durch das Einkaufen nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Auch wenn das jetzt gerade mal anderthalb Stunden her ist, wo ich dann das vorherige Video beendet habe. Aber ich dachte, es war schon ein bisschen später. Ein paar Stunden später. Straight.
Ja. Ich will jetzt auf die Interstate. Lasst mich fahren. Aber wir fahren ja jetzt wirklich gleich sehr, sehr viel Interstate. Also ich bin echt gespannt, ob diese Fahrt die Durchschnittsgeschwindigkeit wieder hochkatapultieren kann. Vor allem katapultieren. Auf 53 Meilen. Kommt drauf an. Wir haben halt erst noch mal ein paar langsame Fahrten durch die ganzen Städte hier durch. Wir können echt ein bisschen Grünphase vertragen. Kriegen wir die grüne Ampel? Wahrscheinlich nicht. Knapp. Knapp zu Bremsen gekommen vor der State Police. Und dann können wir hoch beschleunigen, zumindest einmal auf 60. Nicht auf 65, sondern auf 60. Und die ganzen 65. Die ganzen 65 von 80 und so. Können wir danach ausfahren. Morgen Video werde ich mir dann wahrscheinlich noch ein bisschen etwas sagen zu den ganzen Map-DLCs, die noch kommen. Und vielleicht habe ich dann auch es geschafft, mir was zu der 1.49 anzugucken. Ich kann gerade überlegen, wie ich das denn gleich mache. Ich glaube, ich mache mir, wenn ich die Fahrt hier beendet habe, mache ich mir erstmal was zu essen. Und setze mich dann an die letzten, an die vier Videos, die noch zu bearbeiten sind. Ich muss auf alle Fälle für morgen noch was wegrendern und mir den Platz schaffen, damit ich das letzte Video noch aufnehmen kann. Schön. Ich bin auch mal gespannt, wie der diesjährige Trailer dann wird für das Weihnachts-Event. Also der Anhänger. Oder die Anhänger für ETS und ATS. Beim letzten Mal waren es ja überdimensionierte Schiffe, genau, Geschenke. Zumindest bei dem letzten Mal, wo ich daran teilgenommen habe, muss man ja sagen. Ich glaube nämlich, aber da Kass kann auch täuschen, und ich glaube nämlich, dass es beim letzten Mal halt auch Kasten-Anhänger waren. Ähnlich wie dieser halt. Denn ich meine, das letzte Event habe ich auch nicht mitgenommen. Und das habe ich jetzt gerade nur so im Kopf, dass dem so war. Aber who knows? Ich weiß es gerade zumindest nicht. Ich bin gespannt, lass mich überraschen.
So, wenn der Kürbis sich noch ein bisschen mehr umdreht, dann können wir vielleicht auch wieder das bisschen leuchten sehen. Ich meine ja, ich meine zumindest, dass es leuchtet. Oder es war einfach immer nur das Glück mit der Beleuchtung außerhalb. Aber nee, ich glaube, der ist auch gerade nicht mit der geschlitzten Seite in meine Richtung. Oh, ich glaube, eine Ware kommt, oder? Oder nee, es war nur eine Raststätte, genau. Nur eine Rest Area. Dann abbremsen lassen vom Retarder. Für die Kurven und danach kann ich mich schon jetzt mittlerweile wieder hier raus beschleunigen. Ne, 65 nicht, sondern nur 60. Danach kommt nochmal eine größere Kurve. Okay, ja, er erleuchtet. Er grinst einen quasi an. Finde ich eigentlich ganz nice so. Und das ist ja, glaube ich, sogar entweder übers Cabin Accessoire DLC oder. Ja klar, wenn halt dann darüber, ne? Aber es ist halt nicht von einem der vorherigen Events. Nice wäre natürlich auch, wenn man quasi welche bekommen könnte, die halt anders leuchten. Dass dann einer vielleicht rot leuchtet oder so. Zum Beispiel. Boah, dass man die Farbe der Kerze halt ändern kann. RGB-mäßig. Also der in Anführungszeichen Kerze, beziehungsweise halt des Leuchtmittels. Wir sind hier, okay, eine normale T-Kreuzung. Ja, schon Burns. Wir sind ja bei Burns. Dann dauert es auch nicht mehr lange bis zu Interstate. Naja, noch ein bisschen. Hälfte der Highways haben wir jetzt hinter uns. Go straight. Ich kann mir überlegen, habe ich einen Screenshot gemacht, wie weit die Karte war? Oder habe ich das bei ETS 2 gemacht? Also quasi wie weit die Karte war, als ich bevor ich das Event gestartet habe. Bis ich daran teilgenommen habe. Weiß ich gerade gar nicht. Glaube ich, habe ich nicht gemacht. Zumindest nicht hier. Wenn dann bei ETS 2. Oh, Waage. Nice. Bypass, sehr schön. Sehr, sehr schön. 1:0 für den Bypass.
Go straight. Mittlerweile können wir diesen Streckenabschnitt ja auch schon super gut. Ich glaube, es ist das vierte Mal, dass ich jetzt hier vorbeifahre, allein in diesem Event. Und damals, als die Map, dieses Map DLC rauskam, ja auch. Obviously. So, aber jetzt sollte ich mich wieder mehr an den Schilden orientieren. Der Zug ist abgefahren, dass es gut geht, mit 60 da durchzubrillen. Allein die eine Kurve bei dem Haus war ja schon brenzlig. Aufgrund der Bodenwelle. Zwischendurch nochmal tanken. Wahrscheinlich können wir das eventuell wieder auf den Truck machen. Im idealsten, im alleridealsten Idealfall. Jetzt geht runter 35, ach ja, genau, die berühmte 35 Reispower, 90 Grad Kurve. Sehr schön, rechtlich noch runtergekommen. Bei 45 glaube ich schon klar, also 50 denke ich mal. Das passt ja gut. Ja gut, dann kann man auch hier mit 45 weiterfahren. Mit 50 weiterfahren. Na, was soll der Geizen so? Noch auf 55. Und dann sind wir gleich interstate unterwegs. Oh, Baustelle. Okay, so eine Baustelle. Keine mit Dingens hier, ne? Ampel. Ich brauche auch nicht mehr beschleunigen, wenn es eh runtergeht auf 45. Und jetzt aber runter auf 25. Oder? Ja. Nee, ja, doch. 35 oder 25. Diesmal war ich damit, lag ich damals richtig. Stay right. Also das Event werde ich mit Sicherheit auch mit äh,
Mit 1 Million abschließen. Also morgen wahrscheinlich auch nochmal, ne? Also morgen nach dem im morgigen Video, nach dem morgigen Fall, werden wir dann auch 1,3 auf dem Konto haben, schätze ich mal. Oder 1,25, je nachdem. Aber ich eher tendenziell 1,3. Und so viel Kohle ist es ja nun auch wieder nicht, die ich jetzt ausgeben werde dann für den Cascadia und für den Lone Star. Das wird sich summa summarum auf 150 bis, ja, ich würde eigentlich schon 150.000 beziehen. Oder vielleicht auch, ne? Ich weiß halt nicht mehr ganz genau, wie weit ich in den Lone Star schon investiert habe. Turn left. Aber ich denke, 150.000 wird es so ungefähr sein. Das dauert jetzt ein bisschen. Ja, fährt. Er auch, da kommt nichts. Können wir ganz nach rechts einsortieren. Und dann fahren wir jetzt wieder durch Ontario durch. In Ontario erreicht das Ziel für den für die Interstate. Stay right and then turn right. Einfach weil ich es währenddessen ja während der ganzen Fahrt nicht angesprochen habe. Überraschenderweise waren Coupons für gelbe Säcke im Briefkasten. Man muss dazu sagen, überraschend, weil auf der Seite des Versenders, also des ja gut, Anbieters, I don't know, senden kann, des Dienstleisters, der hier die gelben Säcke anbietet. Das macht nicht, ich weiß nicht, ob der Tochterfirma der AWB ist, aber es macht zumindest nicht die AWB. Steht geschrieben, dass die Coupons innerhalb von einer Woche da sind. Das war beim letzten Mal schon nicht so. Das war beim letzten Mal, glaube ich, auch innerhalb von 2 Wochen. Allerdings hat es, glaube ich, 1,5 Wochen gedauert. Also, vielleicht waren es, also, ich glaube, es waren schon so 9 bis 10 Tage. Also, ich habe eigentlich schon damit gerechnet. Aber ich bin davon ausgegangen, weil, ich sag mal so, vor 2 Wochen, 2,5 Wochen, vor 2 Wochen am Donnerstag habe ich die, nee, Donnerstag nicht, am Mittwoch, einen Tag vor der Leerung der gelben Tonne, oder der gelben Säcke, habe ich die, ne, gedingst, bestellt, quasi, oder ja, quasi die Coupons angefragt. Einfach damit halt für die nächste Leerung der gelbe Säcke da sind. Weil eine Woche oder 1,5. Ja, Mittwoch gesendet, quasi wäre es dann am Donnerstag abgefragt oder gelesen worden sein hätte können müssen im System. Man hätte es ja eigentlich prinzipiell innerhalb von 3 bis 5 Tagen dann da sein können. Also in dem Fall dann wahrscheinlich so Dienstag, Montag, Dienstag rum. War aber nicht so. 2 Wochen näherten sich dem Ende. Die Leerung war wieder da. Keine gelben Säcke. Und jetzt nach, wie viele Tage sind es jetzt?
Heute ist ja Samstag, also berechne mal mit Mittwoch. Ja, 17 Tage später waren jetzt die Coupons im Briefkasten. Das Warten hat sich gelohnt oder so. Erstmal versorgt für bis, keine Ahnung, Idaho. Maybe Ende Frühling. Auf alle Fälle genügend Rollen, genügend gelbe Säcke, bis dann die Rollen ankommen fürs neue Jahr. Die Coupons ankommen fürs neue Jahr, so. Schön die Interstate hoch. Oder runter? Ja, runter, ne? Wir fahren ja. Na, noch fahren wir nach Osten, aber wir fahren ja südöstlich. Oder eigentlich Südost-Ost und nicht Süd-Südost. Mehr östlich als südlich. Haben wir wieder Zeit, gut zu machen. Und ein paar Leute überholen, die zu langsam sind, wie der Zementmischer vor uns. Es ist kein Zementmischer, never mind. Das ist ein Kran. Wie gut, dass ich sowieso nur 65 fahren darf. Belastend, dass ich trotzdem ausgebremst werde, obwohl ich voll ausfahre. Aber wir können es, glaube ich, einfach ein bisschen einsortieren. Auf die rechte Spur. Stay left. Halten uns aber natürlich links. Die ersten 300 Meilen jetzt hinter uns gebracht. Nach Colorado Springs. So, okay, weiter bei 65. Bei Boys. Ja, dann werde ich. Ich muss eigentlich ja nur warten, bis das Wasser kocht. Und dann die Nudeln reinschmeißen. Das geht ja eigentlich schnell. Ich glaube, ich mache da nebenbei. Ich lasse da nebenbei laufen. Und initiiere dann. Schon mal das. Ja, stay left. Ich habe keinen Platz zum Left stayen. Weil dein Auto ist. Der wird Platz gemacht, glaube ich. Ja. Dann, aber hier so ein bisschen, da komme ich voran. Mal halb gebrake-checkt worden hier. Von den States. Thank you.
Ja, okay, das reicht, Digga. Das ist ja echt nur gefühlt 1,5 Tage Fahrt. Ist ja gar nicht so viel. Da wir ja scheinbar sehr gut vorankommen hier. I guess. Wobei ich, glaube ich, gar nicht mehr so richtig die Zeit auf dem Schirm hatte. Aber wenn das auch 1300 Meilen waren, dann das ist ja prinzipiell eigentlich auch äquivalent zu knapp 24 Stunden oder 2024. Wird es ja wohl gewesen sein, Moment, eigentlich. Interessant, also eigentlich halt 2 volle Tage. Aber vielleicht liege ich doch einfach falsch. Kann natürlich auch sein. Das dauert 38 Stunden sind das. Na ja, 268 Stunden. Und noch ein bisschen Tagesfahrt. Ist ja gut, dass ich ein bisschen Platz gemacht habe. Ich muss gleich einfach, zwei Videos fertig machen. Vielleicht kriege ich noch ein drittes hin. Ich glaube es nicht. Also zeitlich gesehen, nee. Zeitlich, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue. Jetzt habe ich ja wieder die Ruhe, weil ich ja nicht mehr so schnell unterwegs bin und ausgebremst wurde, weil ich nicht ausweichen konnte nach links. Ja. Schon eine Fahrt noch circa. Ja, 800 ungefähr in der Stunde. Dann ist es 22 Uhr. 3 Stunden. Ja, eigentlich habe ich nur 2 Videos. To be honest. Aber 2 Videos sind besser als keine. Mehr wäre natürlich besser. Oh Gott, dieses Ausbremsen wegen den Exits. Aber mehr wird nicht möglich sein. Stunde bearbeiten, 2 Stunden circa rendern. Bald Streams nebenbei laufen. Dementsprechend möchte ich nur 2 schaffen. Super Aktion. Von dem Vorausfahrenden. Lane Ending oder Roadworks? Das war's gewesen. Sphere Blau. Würde ja echt interessieren, was er mit dem Dance vor Pedro auf sich hat. Das würde mich echt interessieren. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Stunden Fahrzeit, 700 Meilen. Was 780 Meilen, besser gesagt.
Oh, wir müssen raus. Es geht gen Süden auf weiter mit auf der. Nee, weiter? Ja, doch weiter auf den Interstate. Bin 80 Richtung Salt Lake. Stimmt, wir. Das war, glaube ich, so, dass wir bei Salt Lake City dann uns Dings halten. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt nicht raus, I guess. Und es wird nicht durchgewunken. Never mind. I'll find a new route. Dann fahren wir mal auf die Waage. Go straight. Ist doch da, oder? Ja, okay, es kommt noch. Ich war kurz verwundert. Ja, nicht nur weg in Zustand, es gab keine Werkstatt. I'm sorry. Aber in Colorado Springs wird es was geben. Colorado Springs hat eine Werkstatt. Colorado Springs ist nämlich groß genug. Die haben wahrscheinlich sogar zwei Werkstätten. Und wieder auf die Interstate 84 East. Dann wären wir ja von Namek vom Truck, der für eine Minenfirma fährt. Wofür die Minenfirma fährt. Ne, eine. Nevermind. Wo ist. Wir jetzt zurück überholen. Denn wir haben den Speed, obwohl wir nicht so schnell unterwegs sind. Genau, North American Mines and Quarry. Das Ding ist, ich habe ja auch hier einen Trailer drauf gebaut. Hier gekauft. Ist ja eigentlich fast schon irrelevant, weil es ist ja eigentlich ein. Gut, naja, never mind. Also, es ist ja in diesem Fall ein Live-Profil und kein. Also, ich habe es zumindest live genannt und nicht World of Trucks wie bei ETS 2. Also, so gesehen. Wäre es prinzipiell möglich. Sorry. Ja, okay, never mind. Mal gucken, wie ich das in der Hand habe. Vielleicht sind es dann auch einfach keine Fahrten, die ich mache von World of Trucks. Ich weiß es nicht, werden wir sehen. Ich denke mal aber schon, weil. Naja. Mal gucken. Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich es tue. Mit World of Trucks Aufträgen Welcome to Utah, als dass ich mit dem Trailer unterwegs bin und Frachten fahre. Aber vielleicht passiert das auch ein, zwei Mal. Aber das passiert, glaube ich, eher in der Staffel. Langsam. Na, noch nicht ganz, ne? 2 Stunden haben wir noch.
Wir fahren halt aus, bis wir anfangen zu gehen. Und dann gehen wir schlafen. Auf jeden Fall gleich nochmal dran denken. Na, na, bleiben wir hier nicht. Hier, bleiben wir nicht. Dass ich mir zumindest schon mal anfange, eine Liste zu machen, was ich wann in meinen in Urlaub erledigt haben möchte. Groben Plan habe ich zu dem Beginn. Mal schauen wir mal, wie es wird. Garten wird witzig mit 8 Grad oder unter 10 Grad. Aber ist halt wie es ist. Trailer sah gerade ein bisschen weird aus, aber es liegt vielleicht auch mehr am Trailer, als dass es weird war. Es war, glaube ich, nur eine optische Täuschung. Wieder ein Port of Entry, wieder raus oder nicht raus, das ist hier die Frage. Oh. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt die ganze Zeit raus, weil wir eine Beschädigung am LKW haben. Und wir wollen das überprüfen jetzt, ob das beim nächsten Mal wieder ist. Wird safe sein. Die nächste fahren wir sogar raus nach Ogden oder bei Ogden. Heißt, eigentlich kann ich direkt so hier auf der Spur bleiben. Es geht Richtung Cheyenne auf der Interstate 84 East. Stay right, and then exit right. Na, eigentlich. Ja. Wahrscheinlich ging es halt. Beschleunigen. Hat jemand einen Reifen verloren? Graffiti auch. Oh, mit dem Kunstwerk. Ja, tanken. Tanken ist gut. Tanken ist ein guter Plan. Ja, tanken und schlafen. Kommen wir da gleich dran vorbei. Sieht nicht danach aus. Schauen wir auf der Karte. Wobei, wir könnten bei Evanston raus. Die Frage ist, wo ist das am sinnigsten? Eigentlich schon irrelevant.
Aber ich würde sagen, wir fahren dann einfach hier raus. Ah, Okay, 5 Stunden here noch, we go. passt. Das dürfte passen. Schon fast zur Werkstatt erfahren, ne? Wie viel Prozent haben wir jetzt? 7%. Wobei, ist ja nicht zwingend notwendig, ne? Es sind auch genügend Prozent Spielraum. Noch. Jetzt setze ich mal noch ein paar dümmere Sachen. Okay, links und 45. Schön, dass es sogar hier als Vorgabe an den Schildern oben ist. Beziehungsweise nicht als Vorgabe, sondern als Empfehlung. Das ist die richtige Formulierung. Sehr gut. 567 Meilen noch bis Cheyenne und ab Cheyenne geht's dann wieder südlich. Ja, ist ja gut. Jetzt kommt alles auf einmal. Aber das wussten wir. Die Maut. Ach, die Maut. Ich sag jetzt. Ich sag's, wie es ist. Wenn ich ETS 2 fahre, sage ich nicht mehr Maut, dann sage ich wieder Waage. So, die Waage. Prepass oder nicht? Selbstverständlich nicht, denn wir haben eine beschädigte Bombe-LKW. Und wir erreichen Colorado. Okay, let's find a new route. Freie Bahn. Wir sind geladen natürlich. Das ist aber auch echt eine schöne Waage. Stay left. Dein Kurs beschleunigen zur nächsten Abfahrt. Naja, kurz zu der übernächsten Abfahrt. Diese fahre ich noch nicht raus. Ja, dicke, dicke, das reicht, dicke. Die Zeit reicht, dicke. Stay left. Und dann decke ich auch mal Evanston auf. Ein Colorado hatte ich auch nicht. Glaube ich, allgemein gar nicht. Wobei wird der allgemein ehrlich sein. Sonst wäre es ja aufgedeckt. Ich glaube nämlich, dass ich auf. Wobei Evanston war ich in Evanston in der dritten Staffel. Möglich. Weiß ich aber nicht. Wenn es eben so ist, dann kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Stay right, So, then ja. exit right. Denn mal Exit raus right. hier.
Turn left. Okay. Ist frei, da ist wahrscheinlich auch frei. Der gebraucht zu fahren. Ich habe mal links. Bis zum sinnigsten. Und ich denke mal, wir werden Evanston auflegen, wenn wir hier. Ja. Erst auf Evanston, Equality State, 6 von 11. Und da kommen wir dann wahrscheinlich raus. Turn left. Weil wir wahrscheinlich auch wieder hier rausfahren. I guess. Boah, $4.10. Das ist auch wieder so viel ist. Ich stelle mir vor den Kurs deinem Mining Truck. Wenn das zählen würde. Ah. Ey. Nicht schön, aber passt. So, 500 Meilen noch. 550. An Rock Springs vorbei, Rawlins, Laramie und dann bei Cheyenne geht es an Fort Collins vorbei, Denver und dann so bei Colorado Springs. Wolbert, jo, Colorado Springs, Wolbert, wir kommen. Ich glaube, nochmal Nachtfahrt. Wir sind am Morgens bei Wolbert. Wunderbar. Freie Bahn, freie Bahn. Dann fahren wir mal mit Schwung rum. Go straight. Stay left and then turn left. Turn left. Bisschen zu früh und zu schwungvoll, aber es passt. Wieder so ein bisschen mehr die Rennen genommen. Stunden Fahrzeit, ja, Fahrzeit und 13 Stunden, das ist dicke, das reicht dicke. Least tonight, drive slower und das andere kann ich nicht mehr lesen. Stunden Fahrzeit. Die 300 werden wahrscheinlich gerade so geknackt werden, ne? 5, 8 Stunden kommen noch dazu. Sind wir 283. 17 Stunden Fahrzeit, dann haben wir die 300 geknackt. Mal gucken, ob das so wird oder nicht. Ich denke mal, es wird knapp. Vielleicht so 301, 302 Stunden Fahrzeit. Vom Event.
Little America up ahead. Truck stop. Zum Iowa 80 war ich auch noch nicht, glaube ich. War ich auf Iowa 80 hier in ATS, in ATS? Ich meine noch nicht. Ich weiß es aber nicht. Wenn ich ja, wenn ich mir die Achievements anschaue, die noch fehlen. Werde ich das denn ja sehen. Gerade aus irgendeinem Grund gerade nicht 0% Interest von der Bank gesehen, sondern 0% Internet. Das wäre ja Deutschland halt, ne? Viele Probleme ich da teilweise mit dem Internet allgemein, aber auch teilweise mit dem Mobilfunknetz hatte. Also merke ich ja sehr stark, weil ich eigentlich das Handy halt hauptsächlich, quasi das Mobilfunk jetzt eigentlich immer für Arbeit halt nutze, ne? Und muss man halt schon sagen, also ab und zu geht's dann mal gar nicht. Also ich habe das bisher jetzt zweimal in den 2 Jahren gehabt, dass das Internet einfach komplett weg war. Also dann für mehrere Stunden, dass es in 1,5 Stunden gar kein Netz gab. Und teilweise auch heftig, was für weirde Spots es gibt, wo einfach ein komplettes Funkloch ist. Manche Spots kennt man mittlerweile, aber gestern hatte ich einen Spot, wo ich mir echt dachte, okay, what the fuck, hier war ich schon mal, aber ich hatte keine Probleme. Und ich musste eigentlich nicht da, wo ich war, aber das Navi hat, also hier, GMS meinte ja, das ist da. Es wurde da so angezeigt, mehr oder weniger, und dann dachte ich, ja gut, fahre ich da hin. Und ich sag mal so, es war dunkel, und als ich dann da war, wollte ich dann nochmal nachschauen, ob ich denn richtig bin. Und ob ich vielleicht woanders hin muss. Aber das Internet war einfach weg. Ich konnte auch nicht beim Kunden anrufen, weil ich da auch nicht mehr hinkam, weil ich ja kein Internet hatte. Und bin dann halt nachts im Dunkeln, wo man nichts gesehen hat, auf gut Glück habe ich es dann gefunden. Aber interessanterweise, also ich eigentlich hatte ich halt Internet, ich hatte halt immer noch 4G plus, aber ja, war halt komplett weird. Es war halt nicht mal wirklich ein Funk. Es war irgendwie so kein wirkliches Funkloch, sondern eher so ein Fake-Funkloch. Aber interessanterweise hat es zumindest meine GPS-Location rausgehauen, wodurch dann ich gar nicht mehr nachgucken musste, wie jetzt der Kunde hieß oder so, weil als ich es dann gefunden hatte, wusste ich den Namen halt nicht mehr, weil es ja schon ein bisschen länger her war und ich zweifle, das war glaube ich der zweite Drop-Off. Von der kleinen Streckenabschnittsfahrt. Und ja. War weird.
jetzt nicht mehr weit bis Cheyenne. Okay, verschiedenes Gas. Zumindest auf den Schildern. Vor uns natürlich nicht. Wir tanken LKW Diesel, mehr oder weniger. Stay left. Machen wir doch. Ich glaube, ein bisschen Zeit haben wir gut gemacht, oder? Wir haben, ja, wir machen Zeit gut. Wir machen mehr Zeit gut, als wir Zeit verlieren, interessanterweise. Obwohl wir deutlich langsamer sind. Uhrzeit, also quasi die Switch. Kurz geliebkost, damit sie nicht ausschaltet. Oder halt na, in Standby geht. Ah, bremst dann mehr ab? Nee, er bremst nicht mehr ab. Aber der Kollege da vorne, also beide sind eigentlich super langsam da vorne. Aber deine linke Spur sieht doch gerade ganz gut aus. So, Cheyenne noch nicht ganz. Wir sind gerade mal bei Rawdons. Interessant. Ich bin im Kopf teilweise schon bei Sonntag, das ist echt nervig. Obwohl noch Samstag ist. Schon das zweite Mal, dass ich gerade dachte, dass es Sonntag ist. Ja. Dürfen wir? Geschlossen. Achso, wahrscheinlich hier rechts rum nach Süden. Vermute ich mal. Meine Güte. Das war ja schon wieder haarscharf. Auf beiden Seiten. Sowohl links hinten als auch vorne rechts. Dann morgen nochmal ein neues Level. Das steht schon mal fest. Also morgen Level 27 im morgigen Video. Ja. Nein, im Grunde genommen alles bis spätestens Dienstag wegrendern. Und da geht jetzt hier bei Lore Remy.
Laramie. denke ich mal, ne? Also heute zwei. Viele stehen ja noch aus mit dem Morgen. Mit dem Morgen 5, also 2 heute. Ging nicht anders. Ich musste die bittere Pille stocken. Bremsen konnte ich nicht mehr. Ich habe nicht rechtzeitig gesehen, dass der vordere so langsam fuhr. Ich dachte, der fährt schneller. Aber egal, 200 Meilen, 50 Meilen hätten wir den LKW ja sowieso repariert für die nächste Fahrt. Für die letzte Fahrt morgen. Ja, morgen, je nachdem, wie ich das heute noch schaffe, ne? Morgen vielleicht nur eins. Am Montag dann zwei. Ansonsten halt Montag eins, Dienstag eins. Also ich soll es auf alle Fälle schaffen. Bevor ich wieder Zeit habe für ETS 2, dass ich alles fertig habe. Ich werde mein Bestes geben. Exit 20 Meilen pro Stunde. Wir fahren aber noch nicht raus. Wir fahren noch ein Stückchen weiter. Wir haben hier wieder ein Exit, den wir scheinbar nehmen sollen. Oder wie, oder wo, oder was? Sollen zumindest rechts halten. Was daran liegt, weil es wahrscheinlich bergauf geht und dadurch halt der langsame Verkehr auf der rechten Seite bleiben soll. Schlafen und getankt werden muss ja zum Glück nicht mehr. Happy Jack Road. Habe ich zumindest gelesen. Ja, ist ja nicht mehr weit, ne? Wir sind gleich bei Cheyenne. Jupp, Cheyenne, da sind wir schon. So gut wie da. Und dann ist die Fahrt auch beendet und dann kann ich den Truck reparieren. Und ja, wahrscheinlich morgen dann und eventuell heute, aber wahrscheinlich eher morgen vor der Fall zum Frühstück wird dann die ganzen Sachen geben. Damit ich dann bereit bin für die letzte Fahrt vom Halloween Event 2023. Mich halt langsam so ein bisschen rechts orientieren, aber der Gallon Oil Trader, Auto Truck Fahrer, Gallon Oil Truck Driver, der ist halt ein bisschen langsam auf der rechten Spur, obwohl er schneller fahren könnte als wir. Vom Grundprinzip her, vielleicht will er aber auch rechts abbiegen und ist deswegen so langsam, ja, er will rechts abbiegen. Und wir jetzt auch. Für uns geht es jetzt Richtung Colo Springs. Right. Beziehungsweise halten wir uns erstmal nach Fort Collins und dann Colo Springs. Colo Springs an Fort. Ja, wenn man nicht auf D drückt, sondern auf F. Dann gibt es nochmal 2% dazu. Hier ist wieder was. Ach so, das sind Schilder, falls was geschlossen ist, dass es dann blinkt. Ich bin vom Schlauch aufgestanden.
habe ich gerade eben nicht so ganz darauf geachtet, dass da prinzipiell orange blinkende Lampen sein können. Schön, Fort Collins, Denver. Dann nach Denver kommt Colo Springs. Ja, okay, wenn's passiert. Kann ja prinzipiell auch passieren, ne? Wenn hier ein bisschen gesperrt ist, aufgrund eines Events, also eines Random Events. Und wir erreichen jetzt Colorado, glaube ich. Oder? Ja. Jetzt erst in Colorado. Auch schön, so dass man das da steht, welche Nummer man rufen muss, nachdem man in den Staat einfährt, in den Bundesstaat. Ja, noch ein bisschen Tagesfahrt, ne? Zum Schluss. Also, ne, zum Schluss, sondern zum Schluss des Trips. Noch mal eine Waage, ja, warum nicht, ne? Ich meine, ein paar Prozent sind draufgekommen. Da dürfen wir bestimmt noch mal raus. Nicht? Ich bin überrascht. Ich bin sehr überrascht. Könnte man fahren, wenn man nicht gedrosselt wäre. Und noch 130 Meilen bis Colorado Springs. Nur kurz ein Stückchen an Denver vorbei und dann gibt es auch wieder ein bisschen Cash. Halten. Schon mit der weiten Landschaft und dem Nebel. Und dem diesigen Wetter, so neblig ist es ja eigentlich. Ich bin sehr gespannt, wie dieser gloomy Nebel in der 1.49 ist, weil das, was ich gesehen habe, hui. Das nenne ich mal Nebel. Okay, Denver, 55. Ja, wenn man nicht auf die Knöpfe drückt, die man drücken möchte. Aber, na, wenn 45. Wenn 55 angesagt ist, laut Navi, dann fahren wir 55. Ah, okay, das war wieder das mit Minimum. Weil manchmal ist es ja, ne,
Autos und Trucks. Unterschiedlich, aber gut, Minimum ist 40. An das Schild habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Colo Springs mittlerweile auch ausgeschildert. Colo Springs. Oder soll ich die Trailer auch wieder fahren, zu fahren? Wäre nice, wäre sehr nice. Auch gleich 70 Meilen. Watch for Wildlife. Weiter mit 55. Durchschnittsgeschwindigkeit ist aber noch 52. Wir haben es aber, glaube ich, relativ weit oben gehalten. In dieser Fahrt. Also im oberen Bereich der 52 Miles per Hour. Im Durchschnitt. So, jetzt aber links halten, wenn ich es da auf dem Navi richtig sehe. Boah, nehmen wir uns schon mal links ein. Stay left. Und hoch auf 65. Wir fahren ja auch direkt rein in Colo Springs. Zwar nicht direkt, wir fahren nochmal kurz ein Stückchen an Colo Springs vorbei, aber. Der übernächste Exit könnte sein. Ja. Aber sie auch schon ein bisschen über die Skyline. Weißt du, glaub, ja doch, hier haben wir die Skyline von uns. Noch ein bisschen Stay Industrie. Den Schornsteinen. Und dann fahren wir auch zum Industriegebiet. Aber ist das Industriegebiet wahrscheinlich eher weniger, eher so commercial? Stay right and then exit right. Twitch macht scheinbar auch wieder ein bisschen Probleme. Exit right. Bin scheinbar gerade irgendwie aus dem Chat geflogen. Oh, das war gewesen, als ich gerade eben habe. In der kurzen Unterbrechung für mich gerade. Feuerwehr gemacht hatte. Ach, ist das schön. Die Welt ist einfach schön und sie bleibt schön und sie wird vor allem, das ist das Beste daran, immer schöner. Immer diverser und immer schöner.
Go straight. Mit dem 45. Links halten im besten Fall schon mal jetzt. Sind grün die Ampel? Ne, sie ist rot. Bei diesem Warburton Colorado Springs war ich also auch schon mal gewesen. Auf dem Profil. Stay left, and then turn left. Turn left. Super nice mit dem Flugzeug. Was war das, eine DC? 3 vielleicht? I don't know. So jetzt von dem, was ich aus dem Augenblick gesehen habe. Left. It's all over now. Noch nicht ganz. Oh. Ja, wir müssen links rein, wir müssen hier rechts rein. Dann ist es all over now. Dann laden wir mal ab und reparieren den Truck. Ausgezeichnet Halloween Trees von Ben nach Colorado Springs geliefert, gefahren hat 1200 Meilen, 1 Stunde 40. Bisschen weniger als gedacht, tut man das. 186 Gallonen verbraucht. Der 127. ATS WOT-Auftrag. 94.369 Dollar gab's dafür. 2.500 Erfahrungspunkte knapp. Und, ja doch, nächstes Video gibt es. In der letzten Fahrt, nach der letzten Fahrt, ist dann Level 27 erreicht. So. Gucken wir nochmal. Colorado Springs. Wo wir uns ja aufs Ohr hauen. Na, Werkstatt. Dann haben wir noch ein Stückchen vor uns. 4 Meilen, um genau zu sein. 1,2 haben wir jetzt auf dem Konto. Ich brauche eigentlich nicht gucken, welche Fahrt wir morgen machen, weil bis dahin ist so viel Zeit vergangen, der Auftrag wird dann nicht mehr da sein und ich muss ja eh darauf achten, wie dann dementsprechend die Zeit morgen ist. Von dem her. Please
links halten. Da geht's vorbei. Stay left and then turn left. Aber natürlich doch. Turn left. Und du dürfst aber schon weiter, das ging ja sehr fix. Never mind. Go straight. Vielleicht kommt es besser aus dem Quark. Oder auch nicht. Caution. Please mind the speed limit. Too much. Stay right. Ja, oh, Blinker. Turn right. Jetzt der Vordere wieder geradeaus will, ne? Und ich auch rechtsabbieger ist wie die beiden hinter ihm. Bitte bieg rechts ab. Bitte bieg rechts ab. Right. Bieg nicht rechts ab. Doch, er biegt rechts ab. Ja, er biegt nicht rechts ab. Die Ampel ist einfach so umgesprungen. Stay right and then continue straight. Go straight. Get ready to turn right. Turn right and then turn left. Turn left. Finally, we are here. Beim Mechanter. Dann reparieren wir eben. Wartung, reparieren für $251. Und dann haben wir uns aufs Ohr. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns morgen im morgigen Video wieder bei der letzten Fahrt vom Halloween Event 2023. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!